Guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Mein Name ist Katja Riemann und ich habe die große Ehre, Ihnen heute Abend den Film vorstellen zu dürfen, den Sie gleich im Anschluss im Kino sehen werden. Er heißt What Happened, Miss Simone und ist aus dem Jahr 2015. Es ist ein Dokumentarfilm über die Sängerin und Musikerin, die Pianistin Nina Simone. Warum dieser Film? In Anlehnung an unser 20-jähriges Bandits-Jubiläum dachte ich, ich suche einen Film aus, der mit Musik zu tun hat. Ich persönlich bin ein großer Bewunderer und Fan von Dokumentarfilmen und es ist vielleicht so ein bisschen auch ein Genre, das man unterstützen sollte und im Übrigen auch aktiv in Schulen einsetzen sollte. Wenn man jeden Tag einen Dokumentarfilm sieht zu entsprechenden Fächern, dann kann man eigentlich nur davon profitieren. Nina Simone hätte eine große klassische Pianistin werden können. Sie wurde nicht an der Akademie aufgenommen wegen ihrer Hautfarbe und wegen ihres Geschlechts. Das muss man sich einfach mal vorstellen, das ist so krass. Stattdessen ist sie in den Jazz gegangen und war fest verschweißt mit ihrem Klavier, was wir sehen werden gleich in dem Film. Und ich erinnere mich, dass ich, als ich in München Schauspiel studierte an der Otto-Falkenberg-Schule, die Gelegenheit bekam, sie live zu sehen in einem Theater, was mehr so ein Off-Theater war. Das waren irgendwelche Hallen, wie man sie wahrscheinlich in allen Städten finden wird in Deutschland, die so ein bisschen auch damit kokettieren, dass sie so ziemlich runtergerockt sind. Nina Simone war total entsetzt und spielte ihr Programm, gab auch keine Zugabe, weil sie verärgert war über den Auftrittsort und sagte, next time I come to Munich, you make sure that I play in the Opera House. Und genau da gehört sie hin und wir sollten sie verehren, denn diese Frau ist ein weiteres Beispiel dafür, dass diese Gratwanderung und am Rande der Gesellschaft zu leben als Künstler überall zu finden ist. Diese großen Erfolge, die sie gefeiert hat und diese katastrophalen Abstürze finanzieller und emotionaler Natur, die liegen so dicht beieinander, dass man wirklich denkt, brauchen die Künstler die Not für diese extraordinäre Kunst? Balzac hat gesagt, in der Stunde der größten Not leuchtet mir die höchste Inspiration. Und er hat sich, glaube ich, diese Not immer selber gemacht. Bei Nina Simone war das ganz sicherlich nicht so. Freuen Sie sich nun auf den Film. Viel Vergnügen.